Ganondorf ist der mit Abstand schlimmste, aber auch bekannteste Gegner der Zelda-Reihe. Wir wissen, dass Ganondorf eine sehr mächtige und grausame Person ist, die einerseits körperlich sehr stabil ist, aber auch manipulativ und angsteinflößend sein kann. Dennoch hatte es Ganondorf nie wirklich leicht und ist tatsächlich tiefgründiger, als der ein oder andere denken mag. Doch wer ist Ganondorf und woher kommt er? Dazu müssen wir zu den Ursprüngen der Zelda-Reihe, denn vor den Ereignissen aus Skyward Sword, also nachdem der Verbannte von der Göttin Hylia verbannt wurde und später in Skyward Sword aber dann wieder zurückkehrte und sich dann als der Todbringer herausstellte, hat er kurz, nachdem er in das Masterschwert verbannt wurde, gesagt, dass sein Hass und das Volk der Dämonen immer zurückkehren wird und es niemals aufhören würde. Und Ganondorf ist eben dieser besagte Hass vom Todbringer oder zumindest der Zyklus des Hasses, den der Todbringer vorausgesagt hatte. Doch irgendwann mal gab es ja auch einen Anfang für den König des Bösen bzw. den Dämonenkönig. Zum ersten Mal kam er in Ocarina of Time vor. Schon da haben wir ihn in der allerersten Szene als einen bösen Charakter gesehen. Doch wie sah es davor aus? Ganondorf ist vor dem Hylianischen Bürgerkrieg in der Gerudo-Wüste geboren worden. Der Hylianische Bürgerkrieg geschah lange vor Ocarina of Time, aber schon nach Minish Cap bzw. vor Swords. Unter den Gerudos gibt es eine Tradition, denn alle 100 Jahre soll ein männlicher Gerudo geboren werden, der dann zum König des Stammes gewählt wird. Genau das passierte mit Ganondorf. Der König wurde von den zwei Hexen Kume und Kotake erzogen. Wie wir erfahren haben, waren die beiden aber nicht gerade die nettesten Hexen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Ganondorfs Erziehung gehabt. Nach dem Bürgerkrieg wurde die Gerudo-Wüste vom Königreich Hyrule regiert. Ganondorf sah, was mit seinem Volk und seiner Heimat passierte. Er begehrte Hyrule, weil das Königreich Hyrule das war, was seine Heimat nicht war. Hyrule war friedlich und voller Leben, während die Gerudo-Wüste gefährlich und voller Tod war. Das veränderte seine Sicht auf das Leben gewaltig, weshalb er damit begann, dunkle Tätigkeiten zu vollenden. Er tötete und raubte die Schwachen und die, die ihm im Weg standen. Schon früh bemerkte Ganondorf seine Stärke und dass er dunkle Magie beherrschte. Ganondorf war und ist nicht dumm und wusste ganz genau, wie er das kriegen konnte, was er nie hatte. Nun beginnt die Zeit in Ocarina of Time. Da die Gerudo-Wüste vom Königreich regiert wurde, wollte der König der Gerudos, also Ganondorf, dem Königreich von Hyrule die Treue schwören. Doch Ganondorf wollte das nicht, um dem König die ewige Treue zu schwören. Nein, im Gegenteil. Er wollte es, um das Vertrauen des Königs zu gewinnen. Das führte dazu, dass Ganon sich das Triforce krallen wollte. Dies schaffte er, als Link das Heilige Reich betrat und Ganondorf ihm dadurch folgte. Als Ganondorf das Triforce dann berührte, spaltete es sich in drei Teile auf. Eins blieb bei ihm, und zwar das Triforce der Macht. Ganondorf tat schlimme Dinge, die dazu führten, dass sich alle vor ihm fürchteten. Er verfluchte zum Beispiel den Dekobaum, weshalb dieser starb. Und die Deku-Kinder in Gefahr waren. Er schloss die Goron ein, versetzte den Wald voller Monster, fror das Reich der Soras ein und verwandelte die Menschen im Hyrule-Markt in der Zukunft in Zombies und vieles, vieles mehr. Er wurde von Zeit zu Zeit immer machtgieriger und düsterer. Ihm war es dabei ganz egal, wem oder was etwas zustößt, ob Blut vergossen wird oder Kriege geführt werden. Er wurde von seiner eigenen Bosheit und von seinem inneren Schmerz verschlungen. Doch er wurde nicht nur von sich selbst und seinem Bild auf das Leben manipuliert, nein, auch das Triforce der Macht hat ihn korrumpiert. Am Ende von Ocarina of Time, als der Held der Zeit gegen Ganondorf gekämpft hat und auch siegte, brach das komplette Schloss ein. Ganondorf lag unter den Trümmern, doch dann erhebte er sich. Er war von seiner Wut und seinem Hass komplett verschlungen und konnte nicht mehr klar denken. Der Hass in ihm brachte das Triforce der Kraft dazu, dass Ganondorf seine wahre Stärke zeigte.
Dadurch, dass diese Kraft in ihm so groß war, veränderte sich sein Körper und er verwandelte sich in die grausame Bestie Ganon. Hier spalten sich aber die Zeitlinien. Entweder gewinnt der Held der Zeit im Kampf gegen Ganon oder er verliert ihn. So oder so wurde Ganondorf von den sieben Weisen verbannt. In der Zeitlinie, wo der Held der Zeit im Kampf fiel, kam Ganon immer wieder in seiner Bestienform zurück. Allerdings reden die Weisen öfter mal davon, wie Ganon in seiner menschlichen Form war. Doch in der Zeitlinie, wo der Held der Zeit siegte und in seine Zeitlinie zurückkehrte und etwas später, also in Twilight Princess, begann ein Krieg und verwüstete das Land. Doch er wurde trotzdem besiegt und die sieben Weisen beschließen eine Hinrichtung, sein Tod, da sie das als einzige Lösung sahen. Sie ketteten Ganondorf in der Wüstenburg an und rammten ihm das Schwert der Weisen in die Brust. Doch durch das Triforce der Kraft und seinen Hass löste er sich von den Ketten und tötete einen der Weisen, den Weisen des Wassers. Die anderen Weisen waren verängstigt und fürchteten sich gewaltig. Den Weisen blieb nur noch eine Idee, und zwar Ganondorf in das Schattenreich zu verbannen. Sie aktivierten den Schattenspiegel und schafften es, ihn in das Schattenreich zu verbannen. Später dann, in Twilight Princess, brach Ganondorf wieder aus und brach Hyrule kurz vor seinen Untergang. In Twilight Princess hat man gut gemerkt, wie böse Ganondorf weiterhin war. Er veränderte sich kaum, im Gegenteil. Sein Schmerz wurde körperlich, aber auch seelisch immer und immer größer. Aber in der Zeitlinie, wo kein Held vorhanden war, sieht das schon ein wenig anders aus. Denn vor Wind Waker konnte Ganondorf aus dem Heiligen Reich ausbrechen. Alle waren verzweifelt, weshalb die Götter das Land fluteten. Ganondorf wurde dabei mitgeflutet, doch er kam wieder zurück. Auch wenn er Lad und Frodo, also zwei der Weisen, tötete und einige schlimme Dinge tat, hatte er keine großen bösen Absichten mehr. In Ocarina of Time und Twilight Princess, geschweige denn die Spiele der Zeitlinie, wo der Held der Zeit starb, wollte Ganondorf pures Blut vergießen. Doch in Twilight Princess nicht. Er meinte selbst, dass er den Held des Windes nicht töten möchte, denn er erkannte in Wind Waker, dass seine Taten in Ocarina of Time nicht gerade die besten waren und hatte ein anderes Ziel. Er akzeptierte, dass seine Heimat nie das sein konnte, was er sich wünschte. Doch wann akzeptierte er es? Das Hyrule Historia bestätigte, dass Ganondorf in Wind Waker viel älter aussieht als früher in OOT, da seitdem viel Zeit vergangen ist. Daraus kann man schließen, dass er viel Zeit hatte, über seine vergangenen Taten nachzudenken und seinen Hass und seine Wut verarbeiten konnte. Denn Ganondorf wünschte sich nicht mehr die Macht oder sein eigenes Reich. Nein, er wollte Hyrule zurück. Denn durch die Flut bemerkte er, dass Hyrule das einzige war, was ihm noch blieb. Doch der König von Hyrule wünschte sich vom Triforce das Gegenteil. Und zwar, dass Hyrule untergeht und Ganondorf endgültig mitgerissen wird. Darauf kam Ganondorfs Hass wieder hervor und er wollte Zelda und Link mitreißen. Dennoch schaffte es Link, vor dem Mitreißen Ganondorf zu töten. Ganondorf hat eine lange Geschichte hinter sich, angefangen mit einem König bis hin zur Besessenheit und Gier nach Macht, bis er letztendlich von seinem eigenen Hass und Schmerz verschlungen wurde und so zu einem puren Monster wurde. In allen Zeitlinien hat Ganondorf viel an Hass und Schmerz getragen, der von Ära zu Ära auch immer größer und größer wurde. Und ehrlich, aus irgendeinem Grund lässt mich das Gefühl nicht los, dass wir genau das in Zelda Tears of the Kingdom zu spüren bekommen.